Partner der offiziellen Facebook-Aquarengruppe Deutschland und der Aqua-Expo-Tage 2013. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Aqua-Channel. Heute werde ich euch den Camarellus texanus vorstellen, eine Zwergflusskrebsart aus Nordamerika. Er lebt in Texas entlang des Brazos Rivers, östlich vom La Vega River und von der La Vega Bucht bis zum Brazos River. Weichen in der Trockenzeit die Wasserspiegel zurück, so vergräbt sich dieser schöne Camarellus-Krebs in den noch schlammigen und feuchten Boden. Camarellus texanus ernährt sich in freier Natur als Aasfresser von verstorbenen Fischen, Schnecken, Futterresten und Laub. Ihr natürlicher Lebensraum zeigt, wie robust und widerstandsfähig dieser Krebs ist. Wassertemperaturen von 4 bis 33 Grad sind daher für Camarellus texanus kein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch diesen höchst interessanten Krebs näher bringen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Also, bis zum nächsten Mal, flottige Grüße!